Hey Leute, ich bin's wieder mit einem Unboxing. Auf dieses Unboxing bin ich sehr gespannt. Es kommt von lightech.com und es kam jetzt nach ca. einer Woche und zwei Tagen an. Das geht ziemlich schnell, finde ich, obwohl es aus China, glaube ich, kommt. Und genau, da wollen wir doch mal nachschauen, was es ist. Ihr seht es wahrscheinlich auch schon im Titel, aber... Ja, ich bin echt sehr gespannt auf dieses Unboxing, beziehungsweise auf den Würfel. Ist jetzt wahrscheinlich auch kein Geheimnis mehr, dass es ein GTS 3 ist, ein GTS 3. Das ist die Verpackung. Bisschen angedellt hier vorne, aber ist nicht so schlimm. Wenn es nur die Verpackung ist, ja. Holen wir das doch mal da raus. Hier, wie ihr seht, M für Magnetic. Und hier ist auch schon das gute Stück. Der ist jetzt ganz neu auf den Markt gekommen, der Würfel. Ich bin echt gespannt, wie er sich drehen lässt. Hier eine Accessoire-Box. Da kann ich ja jetzt erstmal reingucken. Und zwar wird mitgeliefert. Es wird so einiges mitgeliefert, wie ich sehe. Erstmal zwei Karten von Moju. Dann noch eine Anleitung. Und eine Anleitung für die Box, die mit dem Würfel kommt. Die zeige ich gleich auch noch. Und ja, hier sind noch extra Magneten dazu geliefert worden. Ein Schraubenzieher. Und das Besondere an dem Cube ist, hier diese Teile, die kann man verwenden für die Federn, dass man die Federn richtig einstellt. Genau, und hier die Teile, da weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht, wofür die genau sind. Aber das schauen wir mal. Holen jetzt erstmal den Cube da raus. In dieser neuen, schon coolen Verpackung, wie ich finde. Genau. Mal schauen. Ach, geht einfach so auf. Okay. So. Der Würfel hat $30 gekostet auf Lightech und war aber danach auch im Angebot für 25, glaube ich. Und naja, das ist er jetzt. Die Besonderheit an dem Würfel ist halt, dass er diese Ridges hier hat. Das heißt, diese Kanten, wo die Finger dann nicht so leicht abrutschen. Und ja, dann gucke ich mal, wie er sich drehen lässt. Oh ja. Auf jeden Fall sehr gut, wie ich finde. Der erste Eindruck. Ja, sehr gut, wirklich. Ich war schon echt sehr gespannt auf den Würfel und ich habe mich wirklich gefreut, dass er heute schon gekommen ist. Dann seht ihr hier noch diese Teile unter der Box. Die kann man rausnehmen und hier oben auf den Ständer drauf stellen. So. Und dann kann man den als Ständer verwenden, die Box. Ja. Ist auf jeden Fall echt sehr cool, der Würfel, wie ich finde. Ist vielleicht noch ein bisschen fester eingestellt, aber schnell ist er auf jeden Fall. Und ja, kann ich ja mal schauen, ob ich einen Teil... Naja, bekomme ich nicht raus, ohne den locker zu machen. Ja, und hier sieht man halt das neue System für die Federn. Das kann man dann mit diesen Teilen hier umstellen. Ich weiß gerade nur nicht, wie es genau funktioniert. Muss ich nachher mal schauen. Doch. Das hier einfach da rein und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann fängt es wieder von vorne an. Es hat also 8 verschiedene Positionen, in denen man die Feder einstellen kann und genau. Ich würde sagen, das war es dann auch fürs Erste. Eventuell kommt auch noch ein Review, da muss ich mal schauen. Und wie gesagt, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich freue mich auf den Würfel und ja, Magneten hat er, das sagt ja auch das M hier vorne auf der Verpackung und ja, genau, das war's dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss!